Hi, herzlich willkommen zurück bei Ursacht 101. Heute eine ganz schnelle Aufnahmesession. Ich habe exakt noch 15 oder 14 Minuten. Wir sind ganz knapp vorbeigeschlittert an keiner Folge für heute. Heute Abend nehme ich auf, also die Leute, die sich das hier angucken und heute Abend Zeit haben, ab 22 Uhr ungefähr. Ich lege mich da nicht fest, aber ich verkünde das jetzt mal einfach hier so ganz inoffiziell als Belohnung dafür, dass ihr dieses Video hier guckt, zeitnah guckt. Wisst ihr, okay, heute Abend bin ich online und bin in der Stadtmitte Sphäre Brennhardt. Ungefähr ab 22 Uhr. Kann auch sein, dass hier wieder irgendwas dazwischen kommt, dann verschiebt sich das. Aber normalerweise, also ich werde es versuchen, da zu sein. Wer da ist, sei herzlich gegrüßt oder sei herzlich willkommen. So. Oh. Mann, oh Mann. Jetzt hetze ich mich aber gerade ein bisschen ab. Aber ich wollte ja unbedingt euch noch heute was bieten, weil dass ein Tag keine Folge kommt, okay, kann man mal machen. Aber ich hatte keine Lust darauf, das heute wieder ausfallen zu lassen. Hätte ich echt schade gefunden. Und wir wollen ja auch irgendwie weiterkommen hier, ne? Je öfter ich nämlich die Folgen ausfallen lasse, desto länger zieht sich dieses Let's Play noch. Ich kann natürlich jetzt in diesen 15 Minuten keinen Dungeon machen. Oder beziehungsweise alle Hauptquests arbeiten, sondern kann mich hier nur mit lächerlichen Nebenquests befassen. So, gibt's hier schon... ich habe noch nicht mal genug Pips für irgendwas. So, wir können mal auf die Kommentare kurz eingehen. Wie alt bist du denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Frag mich Mohammed El Gazburi. Ach du liebe Güte, das fragt er mich in der Folge 1300. Na, da habe ich ja jetzt gerade keinen Zugriff drauf. Also... beziehungsweise wird er nicht sehen, wenn ich das hier jetzt sage. Ich bin älter als 12. Ja. Ich bin Jahrgang 83. So alt bin ich schon. Ach, guck mal, schon geschafft. Felix 319 ist in Rage. Bekommt man zwar noch XP, aber wenn man schon Level 120 ist, bekommt man keinen mehr. Hat er geschrieben in Folge 1300. Ist jetzt auch schon ein paar Tage zurück. So, wir haben ein bisschen Sabber gesammelt. Wir müssen noch weiter Sabber sammeln. Deswegen geht es ja auch direkt weiter in den Kampf. Ein bisschen Nebenquesten kann ja auch mal wieder sein. Ich meine, das ist ja wirklich auch mal entspannt, ne? Nebenquests sind nicht unbedingt schlecht. Nur wenn man tatsächlich alle Nebenquests so durchballert wie ich das gemacht habe, da kommst du ja nicht vom Fleck hier mit dem Let's Play. Aber ich freue mich trotzdem auch auf die Nebenquests, wenn ich die wieder öfter mache, weil nur Hauptquests ist natürlich auch anstrengend. Es passiert viel, man kommt in lange Kämpfe rein mit Cheats und Dungeons, das ist einfach oftmals anstrengend und da ist so eine Nebenquest auch mal erholsam. Da, das brauchen wir hier nicht. Oder? Ach, egal. So, Wooly Maus fragt mich in Folge 1296. Warum kriege ich denn gerade so viele Antworten? Hä? Hä? Jetzt bin ich aber gerade verwirrt, Leute. Hä, Leute, ich bin gerade total verwirrt. Hä? Wir sind jetzt bei Folge... bald bei Folge 1400 und ich bekomme ganz viele Kommentare zu Folge 1300, 1297. Das kann ja alles nicht stimmen. Blood Moon schrieb vor 6 Stunden, yeah, 1300 Folgen. Auf weitere 700 Folgen. Hä?
Vor 17 Stunden hast du Abo verloren. Ich dachte, du machst eine Special-Folge. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an Linus. Das stimmt doch hier überhaupt gar nicht. Ich bin auch verwirrt. Ich habe WLAN ausgeschaltet, weil ich eben ein Spiel auf dem Handy gespielt habe. Oh fuck, oder? Das ist doch immer so ein Abfuck hier. Ich hätte echt wieder den Drachen benutzen sollen. Jetzt habe ich nicht genug Pips. Shit. Ich habe ein Handyspiel gespielt und habe WLAN ausgeschaltet wegen der Werbung. Und jetzt wurden mir offline Kommentare angezeigt. Aber welche, die ich auch gar nicht beantwortet habe. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Vor 4 Stunden. Wahrscheinlich ist das Letzte, was hier offline gespeichert wurde oder so. Das ist ja verrückt. Naja, okay. So bin ich, ne? Ihr kennt mich, Leute. So. So. Ja, jetzt ist der Kampf beendet. Bin verwirrt. Na egal, jetzt wisst ihr trotzdem, wie alt ich bin. Aber mache ich auch eigentlich kein Geheimnis draus, oder? Steht das nicht auch irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, man muss es ja nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn ich 40 bin, dann sage ich es nicht mehr. Aber es dauert ja zum Glück noch. Meine Fresse, dann kommt man sich schon so alt vor. 40. Ich bin noch 35. Und das ist auch gut so. Nee, ich bin 34. Bin ein bisschen bescheuert. 34 bin ich. Mach ich mich noch älter, als ich bin. Also ich bin noch Anfang 30. Naja, gut. Clashflow hat vor 5 Minuten tatsächlich geschrieben. Meiner Meinung nach, Absolestia macht Wizard Spaß, weil man da kriten kann und WW Rüssi. Man hat auch Fäuste für seine Attacken und die längste Welt für mich Krisal ist, weil ich immer lange brauchte, um ein Dungeon fertig zu haben. Hab immer Hilfe geholt, aber ab Polaris kann man vieles solo machen, außer Rasputin und Omen, finde ich. Das stimmt. Danke. So, Yui schreibt, Kaius, weiter so, du bist der Beste, vielen Dank. Dafür gibt es natürlich ein Herzchen. Zane9000, lieber Herr Kaius, mehr im Kampf aufpassen. Ja, das habe ich auch schon oft thematisiert. So richtig ganz beim Kampf dabei sein, bei der Sache sein, ist, wenn man Let's Play, tatsächlich ein bisschen schwierig. Weil man sich ja auch Gedanken macht zu dem, was man erzählt. Und dann geht das Kampfgeschehen manchmal auch ein bisschen unter. Es sei denn, man bleibt jetzt total konzentriert bei dem Kampf. Aber dann ist die Folge daraus, dass man nicht mehr genug spricht. Mit den Leuten spricht und das quasi nur noch so ein Walkthrough wird. Wenn man demjenigen beim Spielen zuguckt, ja okay, aber es geht beim Let's Playen ja auch um Entertainment. Und Entertainment in dem Sinne, als dass man angesprochen und unterhalten wird oder irgendwas anderes hört und halt noch nebenbei ein Spielchen sieht, wozu natürlich auch was erzählt wird. Aber es muss so ein bisschen sich die Waage halten, sonst wird es nämlich schnell langweilig. Naja, und dann kann es aber auch mal sein, weil das, okay, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Dass man manchmal auch einfach nicht schlecht kämpft. Nicht gut kämpft. Oh. Jetzt ist aber gut, Chaos. Jetzt habe ich beim letzten Kampf keinen Sabba gefunden, obwohl mir nur noch einmal Seelöwen-Sabba fehlt. Widerlich auch, oder? Seelöwen-Sabba. Mann, ich bin schon wieder nicht als erstes dran. Was soll das denn? Komm. Das braucht man nicht. Ja. Gut. Gut, nächster Kommentar. Der I am Cryptic hatte in der letzten Folge gefragt, oder hat sich gewundert, sorry, dass es wieder deutsche Synchro gibt.
hat er sich leider zu früh gefreut. Ich bin ja nur hier in Polaris. Und das Spiel ist synchronisiert bis einschließlich Polaris. Ab Mirage leider nicht mehr. Und auch nicht alle anderen Quests, die neu dazukommen. Wie zum Beispiel die Monsterlehre-Quest. Die findet in Wizard City statt, aber die ist auch auf Englisch, weil es halt eine neue ist. Also alles, was neu ist, wird nicht mehr synchronisiert. Sehr, sehr schade. Manche Synchronstimmen waren wirklich nervig, manche waren auch echt schlecht. Die Englischen sind wirklich, wirklich sehr gut, das muss man sagen, aber es ist halt Englisch, ne? Und man taucht noch ein bisschen tiefer ins Spiel ein, wenn man nicht die englische Sprache hört und das auf Deutsch liest. Das ist ein bisschen... Das verknotet einem ein bisschen den Kopf. Es ist nicht schlimm, aber wenn man das jetzt schon seit vielen Jahren gewohnt ist, dass das Spiel komplett auf Deutsch ist, ist es eine Enttäuschung. Eine riesen Enttäuschung. Und wirklich ein großer Minuspunkt bei dem Spiel. Ein deutliches Zeichen dafür, dass das Spiel qualitativ verloren hat. Zumindest das Deutsche. Das Spiel wird ja weiterentwickelt. Es gibt immer wieder coole neue Updates. Und das Spiel wird besser. Aber aus deutscher Sicht nicht. Ja. Wir wollen jetzt mal nicht fragen, wann es soweit ist, dass sie nicht mal mehr die Texte ins Deutsche übersetzen. Aber das würden die nicht machen. Das wäre zu krass. Weil da das Spiel sich ja auch an eher eine jüngere Zielgemeinde richtet. Ja, würden die ja alle... Fuck you, echt Löwe, fuck you. Dann würden ja ganz viele Leute auch abspringen. Dann würden die erst recht nicht mehr auf dem deutschen Server spielen. Weil die sagen, ja, alles auf Englisch. Ist aber ein bisschen zu schwer für mich. Man kann ja auch direkt auf dem US-Server spielen. Aber so weit wird es nicht kommen. Weil es dann doch auch was kompliziert wird, wenn alles auf Englisch ist. Dann versteht man nämlich diese komischen, abstrusen Sachen ja auch nicht mehr. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die sich hier ausgedacht wurden. Viele Namen und irgendwelche Wortneuschöpfungen, die zaubererspezifisch hier sind. Und wenn das dann auf Englisch ist, dann weiß man nicht, ist das jetzt ein englisches Wort oder ist das was Ausgedachtes? Damit kann ich nichts anfangen. Bis Hawk ist aber endlich. Bin am Aufnehmen. Ich bin in 5 Minuten da. Bitte nicht stören. So, jetzt werden wir mal gerade den Saba abliefern. Hier, Mädchen. Ah, ne, Quatsch, du kriegst was anderes, oder? Hast du die Geister beschwichtigt? Was? Das sind keine Geister, sondern Leute. Ach so, das gehört zur anderen Quest. Sie heulen so, weil sie bei ihrer Entdeckungsreise nach Polaris feststecken? Aber das wurde doch schon entdeckt. Egal, die armen Kerle müssen in einem bedauernswerten Zustand sein. Ich werde natürlich helfen. Hoffentlich geben sie dann Ruhe. Da kommt mir eine Idee. Ein Handelsschiff hat vor einer Weile eine große Ladung rosa Pfeffer angeliefert. Aber kein Pinguin, der etwas auf sich hält, würde das Zeug je anrühren. Das steht nun schon seit Monaten im Zolldepot herum. Es stört bestimmt niemanden, wenn wir den hungrigen Forschern eine Kiste davon bringen. Zolldepot. Aha, das ist nämlich ein Kampf. Gut, dann gucken wir uns die andere Quest an. Sabberlot, das klebt vielleicht, heißt die Quest. Das ist doch lustig, oder? Dann werden wir uns da mal ein paar Erfahrungspunkte abholen. Ja, und dann gibt es hier einen Endgegnerkampf, wahrscheinlich im Zollhafen. Den werde ich jetzt natürlich nicht machen. Und auch nicht in der nächsten Folge, denn in der nächsten Folge werden wir uns vielleicht erstmal ein bisschen treffen in Wizard City. Ich weiß, es ist unter der Woche, Mittwoch. Viele werden sagen, ach Mann, da kann ich nicht. Aber es ist leider so. Zauberer, hast du dir... Oh, oh, Ariel! Und danach geht's auf jeden Fall mit der Hauptquest weiter. Wie ich sehe und rieche, hast du mit den tollwütigen Bestien des Affens gerungen. Du hast alle 4 Fläschchen gefüllt? Magnifique! Ich werde sogleich den Kleber anmischen und dann können wir endlich zur Tat schreiten. Voilà! Der Kleber ist fertig gemischt und die Widerstandsplakate warten nur darauf, in der Stadt aufgehängt zu werden. Ich sehe sie nicht. Sieh dir nur die schönen Akzente mit Sacre Bleu an.
Diese Plakate werden alle armen, unterdrückten Pinguine in Valrossiaberg, ach, was sag ich, in ganz Polaris dazu anstacheln, für die Freiheit zu kämpfen. Was sagst du, Zauberer? Kann der Widerstand darauf zählen, dass du mir persönlich dabei hilfst, die Wiedergeburt des ruhmreichen Königreichs Pinguinonia auf den Weg zu bringen? Fantastisch! Schnapp dir diese Widerstandsplakate sowie den Eimer mit Plakatkleber und überklebe so viele Bilder der Zarin, wie du finden kannst. Yeah, das machen wir in der nächsten Folge doch noch. Das klingt lustig. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude und vielleicht sehe ich den einen oder anderen heute Abend wieder. Ansonsten sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.